Hier mal ein kurzes Tutorial-Video zu den Top 5 Produkten, die man bei der Nutzung von Apple Fitness Plus auf dem Apple TV zum Beispiel haben sollte. Das heißt, wenn man hier jetzt Workouts macht über diese Apple Fitness Plus App quasi, kann man jetzt hier verschiedene Workouts auch auswählen und dafür empfiehlt es sich, hier so ein paar Sachen zu haben, eben unter anderem auch eben so Zubehör für die ganzen Übungen, was sie da machen. Und das erste, was ich gleich vorneweg empfehlen würde, ist hier so eine Manduka Pro Extra Large Yogamatte. Und die liegt jetzt eben auch hier bei mir vor dem Fernseher. Das heißt, wenn man hier so eine Matte hat, tut man sich wesentlich einfacher, habe ich jetzt in den letzten 3 Monaten, wo ich das mache, festgestellt, wenn man da diese Übungen macht. Das heißt, man rutscht nicht zum Beispiel auf dem Boden umher, man weiß sich so ein bisschen auch zu orientieren. Weil diese ganzen Trainer jetzt hier, die nutzen auch solche Yogamatten und dann weiß man quasi umso besser, wie die jetzt da gerade sich positionieren oder wo die auch stehen und kann die Übungen auch besser eben nachmachen. Das heißt, das empfiehlt sich sehr, so eine Manduka-Yogamatte zu kaufen. Und ich habe jetzt eben hier, ich sag mal, ein etwas teures Modell, aber die hat jetzt auch den Vorteil, dass man eben lebenslang Garantie hat mit diesem Teil und auch, dass die, ich sag mal, etwas abfedert und eben nicht so schnell auf dem Boden umherrutscht und auch keine Kratzer jetzt festzustellen wären in der letzten Zeit. Das heißt, sehr, sehr häufig gibt es hier bei den günstigeren Yoga-Modellen oder Matten, dass die entweder sehr, sehr giftig ausstinken und dann eben hier 2-3 Monate lang man einen starken Gummigeruch oder so in der Wohnung hätte. Oder was die auch dann halt machen, dass die da so Risse bilden oder so, ja, halt das Material sich abnützt. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel nichts feststellen und auch die, da gibt es relativ viele Bewertungen auch schon die letzten Jahre, die da sehr, sehr gut sind. Dann als Punkt 2, was ich empfehlen kann, ist eben, dass man jetzt hier, wenn man auch wie ich jetzt halt so HIIT-Training und auch so ein paar Workouts macht, dass man hier auch Gewichte quasi hat. Und da kann ich ganz im Speziellen eben genau diese PowerX Hexagon-Gewichte empfehlen. Die gibt es zum Beispiel auf Amazon zu kaufen und die haben eben den Vorteil, dass die hier außenrum gummiert sind, hier diese Gewichtteile. Und eben dadurch, wenn man die jetzt hier auf den Boden abstellt oder auch hier mal in das Regal reinlegt zum Verstauen, da verkratzt nicht so leicht was. Und ich hatte davor eben so runde Gewichte, die man zum Anschrauben an so eine Kurzhantel eben hinmachen konnte. Und von der sind dann eben hier so diverse Kratzer schon in diesem Regal drin. Das heißt auch für den Boden und auch vielleicht hier für euer Regal und so weiter, lohnt es sich da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und vielleicht mal 2, 3 vernünftige Gewichte anzuschaffen. Ich habe die zum Beispiel jetzt hier in den Größen 5 und 10 Kilo und ich denke, das ist zum Anfang sehr, sehr gut, wenn man vielleicht eine Frau ist oder so und ein bisschen weniger Gewichte möchte, empfiehlt es sich vielleicht sogar auf ja 5 und 7,5 oder 2,5 oder 2 auf 7,5 oder sowas zu gehen. Das heißt, da kann man so ein bisschen, muss man sich halt selber einschätzen, was man, welcher Fitnessstand man aktuell hat. Dann als Produkt Nummer 2 und 3 kann ich empfehlen, dass ich euch hier so einen Charger irgendwie vorne an den Fernseher legt. Und zwar habe ich da im Einsatz hier eben ein Lightning-Kabel hier von Anker, was ein bisschen länger ist, 1,8 Meter. Und mit dem kann ich dann quasi immer hier mein iPhone, während ich da Workout mache, auch aufladen, weil ich mache das meistens mit meinem Bruder zusammen. Das heißt, wir sind über FaceTime zusammengeschaltet und dann läuft dieses Workout über SharePlay bei ihm auch auf dem Fernseher. Und dadurch kann man sich erstmal zu zweit auch motivieren besser, wenn man weiß, der andere ist eh auch dabei und man sieht ihn auch quasi. Und der hat dann quasi bei sich auf dem Apple TV auch vor Ort genau diese parallele Wiedergabe von dem Workout. Und dadurch kann man die Übungen quasi parallel verfolgen und auch zusammen immer direkt machen. Und da gibt es keine Zeitverzögerung. Und das ist das Tolle in Anführungszeichen daran. Und da hinten hängt dann noch ein Netzteil an diesem Lightning-Kabel dran. Eben das Apple 5 Watt Netzteil, was eben auch nicht so hoch dimensioniert ist, dass das Handy beim Laden oder das iPhone beim Laden nicht so heiß wird. Das heißt, das kann ich auch empfehlen, da eher was Kleineres zu nehmen, dass ihr euren Akku schont und der nicht so schnell kaputt geht. Und dann als Punkt 5 kann ich eben noch empfehlen, hier vorne einen festen Stand oder wie ich jetzt hier, ich habe hier so eine Art Powerbank, die man hinten ans iPhone ran machen kann und die hält dann magnetisch hinten dran. Und aber gleichzeitig kann man die auch als Stand benutzen und dass ihr hier euch einen festen Stand irgendwo hin packt und da platziert. Und immer wenn ihr dann Workout macht, könnt ihr quasi euer iPhone da dran befestigen
und habt dann hier und euer Partner quasi, mit dem ihr dann über SharePlay das zusammen macht, kann euch dann auch sehen und mit dem könnt ihr dann das eben perfekt machen und es lädt eben über nebenher und kann nicht auf einmal leer sein, beziehungsweise nach dem Workout habt ihr auch wieder ein volles Handy. Das heißt, das sind so meine Top 5 Tipps, wenn ihr hier Apple Fitness Plus mal langfristig ausprobieren möchtet oder auch eben durchziehen möchtet. Das kann ich empfehlen und wenn ihr grundsätzlich euch hier noch für so ein Tutorial-Video, wie das Ganze funktioniert, interessiert, das habe ich auch aufgenommen hier auf Bayer Tutorial auf YouTube, auf diesem YouTube-Kanal und da wird auch quasi hier erklärt, wie das Ganze abläuft und auch funktioniert. Genau, das wollte ich dazu sagen. Wenn ihr Fragen zu diesen Produkten oder generell Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben und sonst viel Spaß beim selber Sport machen. Ciao, ciao.